Hallo und willkommen zu einem neuen Video, der Karazhan Guide. Alle Bosse in unter 12 Minuten erklärt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Viel Spaß beim Video. Atumen der Jäger. Der Kampf besteht aus drei Phasen. In Phase 1 kämpft er nur gegen Mitternacht, bei 95% erscheint Atumen und Phase 2 startet. Atumen muss direkt von einem weiteren Tank an sich gebunden werden. Dreht diesen weg, zwickst im Cleave, stackt hinter dem Boss, Druiden und Magier entfernen sofort körperlose Präsenz, da diese die Hitchance verringert und priorisieren dabei die Tanks. Ab 25% startet die dritte Phase. Hier sitzt Atumen auf Mitternacht auf und ihr bekämpft so gesehen wieder nur einen Boss. Hier kommt es zu einem Agro-Wipe, also kurz antanken lassen. Hunter direkt Irreführung auf den Tank, bleibt im Stack hinter dem Boss, um den Charge zu umgehen. Schurken und Krieger können zusätzlich Atumen entwaffnen, bzw. Warriors mit Zauberreflexion den Fluch abwehren. Morose. Morose hat 4 von 6 möglichen Adds bei sich. Diese können entweder ein Vergeltungspaladin, Schattenpriester, Mortal Strike Krieger, Heiligpaladin, Heiligpriester oder Schutzkrieger sein. Zu Beginn heißt es nun erst einmal um die Adds kümmern. Je nachdem, welche Adds hier dabei sind, kümmert ihr euch zunächst um die Heiler, den Shadow, den Vergelter und wenn überhaupt, dann um die Krieger. Um es sich leichter zu merken, und auch wenn es blöd klingt, tötet immer zuerst die weiblichen Stoff-Adds. Haltet zudem am besten 1-2 Adds dauerhaft im CC. Sobald ihr euch um die Adds gekümmert habt, geht es ab zum Boss. Morose hat 5 Fähigkeiten. Erstens, Vanish wie beim Schurken. Hier verschwindet Morose und kann für eine kurze Zeit nicht angegriffen werden. Sobald er wieder auftaucht, haut er seine zweite Fähigkeit der Drosseln auf einen zufälligen Spieler. Diese verursacht jede Sekunde 1000 Schaden und kann zum Beispiel durch Eisblock vom Mage oder der Parler Bubble entfernt werden. Sonst einfach gegenheilen. Zudem Blenden, bei der ein nahes Ziel blendet, was allerdings via Gift entfernen gereinigt werden kann. Ein Stun, welcher den Tank trifft, deswegen muss ein weiterer Tank in der Agro-Liste zweiter sein, sowie einen Enrage ab 30%. Die tugendhafte Might. Verteilt euch alle vor Beginn am Rand des Raumes um die Might herum auf, um der Fähigkeit Heiliger Zorn, eine Art Kettenblitz, entgegenzuwirken. Tankt sie in der Mitte, dort wo sie steht. Alle 3 Sekunden wirkt sie Heiliger Boden, welcher im Umkreis von 11 Metern 250 bis 400 Schaden anrichtet, sowie anschließende Buße, was alles stunt, außer ihr erhaltet Schaden. Am besten timet ihr es also genau so, dass ihr, wenn die Buße kommt, in Melee-Range steht, um von Heiligem Boden herausgeholt zu werden. Zudem belegt sie zufällige Spieler mit heiligem Feuer, was sofort via Magie im Fern gereinigt werden muss. Dies kann allerdings auch von Mages via Eisblock oder Schurken via Schattenmantel entfernt werden. Schamanen stellen am besten ihr Totem der Erdung auf CD. Das Theater-Event. Hier trefft ihr auf einen von 3 Bossfights. Der Zauberer von Oz. Wie aus dem Film bekannt, trefft ihr auf Dorothy, den Strohmann, den Löwen, hier Brüller und dem Zinnmann. Kümmert euch zunächst um Dorothy. Sie selbst ist nicht tankbar und castet auf einen zufälligen Spieler einen Wasserschuss. Nach kurzer Zeit beschwört sie ihren kleinen Hund Tito. Dieser wird vom Off-Tank angetankt und nachdem Dorothy tot ist, kümmert ihr euch um ihn. Nacheinander treten nun die anderen 3 Gegner in den Kampf mit einem. Brüller kann bis zu 3 Ziele gleichzeitig vieren. Die beste Taktik ist, ihn dauerhaft selbst von einem Hexer oder Jäger im Vier zu halten. Stellt für den Strohmann einen Magier oder Hexer ab, da diese ihn mit Feuerzaubern desorientieren können. Der Zinnmann wird vom Main-Tank getankt und kann mit Frostzaubern verlangsamt werden. Sobald alle Gegner tot sind, müsst ihr euch noch um die böse Hexe kümmern, welche allerdings nur 2 Spells beherrscht, einen Tornado, welcher sie direkt am Anfang zündet und welcher durch den Raum fliegt, und einen Kettenblitz. Tankt sie also mit dem Rücken zur Wand, bleibt dem Tornado und euren Mitspielern so gut es geht fern. Romulo und Juliane. Dieser Kampf besteht aus 3 Phasen. In P1 kämpft ihr nur gegen Juliane. Lasst kurz antanken und unterbrecht ihren Heal und reinigt Hingabe, was ihren Schaden erhöht. Ihr könnt dieses auch als Magier klauen. In P2 kämpft ihr nun gegen Romulo, entfernt seinen giftigen Stoß von eurem Raid und steht hinter ihm, zwickt seinem Cleave. Reinigt zudem, um seinen Damage-Buff zu entfernen. Zusammengefasst, Melees eher auf Juliane, Ranges eher auf Romulo. In P3, wer hätte es anders erwartet, kämpft ihr nun gegen beide gleichzeitig. Tankt sie jeweils getrennt im Raum, unterbrecht weiterhin Juliane und bringt sie auf ca. 15%. Dann auch das gleiche mit Romulo. Zieht sie anschließend zusammen und nuket beide down. Beide müssen binnen 10 Sekunden sterben, sonst wird der jeweilige Boss wiederbelebt. Rotkäppchen. Der Wolf verfügt über 2 Fähigkeiten. Die Verwandlung eines zufälligen Spielers ins Rotkäppchen. Sobald ihr ins Rotkäppchen verwandelt werdet, kitet dem Wolf am äußeren Rand des Raumes sowie einen 4, der alle in Melee-Range trifft. Priester, demnach Furchtzauberschutz auf den Tank sowie Schamanentotem stellen. Der Kurator. Stellt euch im Quadrat um den Boss auf und schaut, dass genügend Abstand zu euren Mitspielern da ist, da die Adds AOE-Schaden machen.
Mili ist wie immer hinter dem Boss und sobald sie spawnen, direkt versuchen, die Arkanflimmern abzufangen. Diese gelten für alle als Fokus-Target, sofern welche da sind, und spawnen alle 20 Sekunden neu, insgesamt 10 Stück an der Zahl. Der zweite in der Agro wird zusätzlich regelmäßig von einem Blitz getroffen, deswegen unbedingt mit der Bedrohung unter den beiden Tanks bleiben. In Phase 1 haut ihm erstmal nur sein Mana runter, bis er in eine Hervorrufungsphase wie der Mage's Gun geht. In dieser Phase könnt ihr nun seine HP angreifen. Er bekommt hier 200% mehr Schaden und spawnt keine Flimmern mehr, noch bewegt er sich. Also alle CDs für diese Phase aufheben. Sobald sein Mana wieder voll ist, beginnt das ganze Spiel von vorne. Als kleiner Bonustipp, als Hexer könnt ihr direkt, wenn das vierte Arkanflimmern gespawnt ist, Fluch der Verdammnis auf den Boss packen. So wird dieses in der Hervorrufungsphase ausgelöst. Terrestrian Siechhuf. Tankt ihn etwas außerhalb des Kreises, in welchem er steht. Der Off-Tank bindet Killrick an sich, haut Killrick um und lasst einen Hexer sich um die spawnenden Wichtel kümmern. Ein Mage kann hier ebenfalls unterstützen. In unregelmäßigen Abständen wird ein Spieler an Dämonenketten gebunden, welche Siechhuf heilen und dem Spieler in Ketten mehr Schaden erhalten lassen. Fokus die Ketten, sobald einer betroffen ist. Mit 14.000 HP ist das schnell erledigt. Nuket also Killrek, passt auf die Ketten auf und lasst einen Hexer die Wichtel machen. Magier und Paladine können sich via Eisblock bzw. Schild aus den Ketten befreien. Arans Schemen. Aran wird in der Mitte des Raumes getankt und ihr stellt euch um ihn herum auf. Während des Kampfes castet er einige Zauber, von denen ihr vor allem Feuerball und Frostblitz unterbrechen solltet. Sobald der Blizzard castet, gilt es hier wie immer, nicht in diesem stehen bleiben. Wohingegen beim Flammenkranz genau das Gegenteil gilt, nicht bewegen. Ihr könnt weiterhin casten und angreifen, aber hier gilt, die Finger von WASD zu nehmen. Wenn er sich in die Mitte des Raums portet, müsst ihr so schnell es geht zum Rand laufen, um nicht die arkane Explosion abzubekommen. Bei 40% spawnen 4 Wasserelementare, welche 90 Sekunden bestehen und entweder offgetankt oder CC'd werden können, zum Beispiel via Verbannen oder 4 vom Hexer. Solltet ihr zu wenig unterbrechen und Arans Mana fällt unter 30k, werdet ihr alle geschiebt und bekommt nach 10 Sekunden einen 7500 Damage Pyroball ins Gesicht. Tanks können bei diesem Kampf Damage-Klamotten anziehen, da es keine Agro gibt. Nethergroll. Der Bossfight gegen Nethergroll besteht aus 2 Phasen, welche sich abwechseln. Die Portalphase, welche 90 Sekunden geht und mit welcher auch beginnt, sowie die Banish-Phase, die 30 Sekunden anhält. In der Portalphase erscheinen nach 10 Sekunden 3 farbige Portale, welche jeweils einen Strahl auf den Boss schießen. Diese müssen unterbrochen werden, indem sich ein eingeteilter Spieler dazwischen stellt. Macht ihr das nicht, bekommt er weniger Schaden, macht mehr Schaden und heilt sich zudem. Die Unterbrecher bekommen hier einen Buff und Debuff, welcher je nach Farbe variiert. Unterbrecht den roten Strahl mit eurem Main Tank und moved alle 5 Sekunden raus, lasst den Strahl für ca. 3 Ticks durch und stellt euch wieder rein. Der Strahl reduziert euer maximales Leben pro Tick und gewährt euch die Aggro des Bosses. Der grüne Strahl ist für Heiler, da er die Heilung erhöht, kann aber auch von einer Nicht-Mana-Klasse abgefangen werden, da diese die maximale Mana sowie die Zauberkosten reduziert. Der blaue Strahl wird von einem Damage-Dealer unterbrochen. Am besten einem Schattenpriester oder Hexer. Mit diesem macht ihr mehr Schaden, er leidet allerdings auch mehr. Der Schattenpriester profitiert hier allerdings von dem Plusschaden gewaltig, da er hierdurch deutlich mehr Leben mit Vampirumarmung wiederherstellt. Bei Blau und Grün muss spätestens nach 25 Stacks mit anderen eingeteilten Spielern rotiert werden. Der Boss hat keinen Schwanzkleef, sodass ihr problemlos hinter ihm stehen könnt. Zudem hat er noch die Fähigkeit Netherbrand, welcher im Umkreis von 150 Yards alle 5 Sekunden Schattenschaden anrichtet, ähnlich wie auch bei Saphirun. Hinzu kommt die Zone der Leere, eine Void Zone, welche am Boden erscheint, aus der ihr sofort raus müsst, sowie eine Nether Atem, der alle Spieler vor ihm trifft. Nach den 90 Sekunden geht er für 30 Sekunden in seine Banish Phase, bei der er an Ort und Stelle stehen bleibt, mehr Schaden erleidet und seine Nether-Arten doppelt so schnell castet. Ihr könnt die komplette Phase umgehen, indem ihr zur anderen Seite des Raumes rennt und dort verweilt. Dadurch dauert der Bosskampf definitiv länger, wird aber für ungeübte Raider deutlich einfacher zu meistern sein. Jetzt geht's wieder von vorne los. Rennt auf jeden Fall rechtzeitig los, sodass die Strahlen den Boss nicht treffen und rechtzeitig unterbrochen werden können. Bufft allgemein Schattenschutz vom Priester bzw. Paladin. Das Schach-Event. Jede Figur kann ein Feld pro CD in eine beliebige Richtung gehen und hat 1-2 Fähigkeiten. Schnappt euch mindestens euren König und beide Heiler, haltet diese am Leben und kümmert euch um die Heiler des Gegners und dann dessen König. In der Beschreibung findet ihr einen Guide, um das Ganze noch zu maximieren, unterm Strich aber geschenkter Loot. Prinz Melchizar. Tankt den Prinzen am besten in der Mitte der rechten Wand des Raumes mit dem Rücken zur Wand. In regelmäßigen Abständen stürzen Infernals vom Himmel, welche erheblichen AOE-Schaden in deren Reichweite anrichten. Bleibt ihnen also auf jeden Fall fern und richtet den Raid dementsprechend aus.
In allen drei Phasen castet er in Kräften, welche eine zufällige Anzahl von Spielern auf 1 HP runtersetzt. Solltet ihr davon betroffen sein, baut so viel Abstand wie möglich zum Prinzen auf, denn 6 Sekunden danach wirkt er seine Schattennova, welche euch dementsprechend one-shottet. Melees können dabei einfach ums Eck laufen, sodass sie nicht mehr in Sicht sind, um die Nova zu umgehen. Heiler müssen zu dem Schattenwort Schmerz entfernen. Bei 60% beschwört er seine Äxte und haut nochmal schneller und härter zu. Ab hier müssen die Heiler nun ordentlich Gas geben. Bei 30% lässt er seine Äxte fallen, welche nun random durch den Raum fliegen und Spieler angreifen. Zündet hier nun alle eure CDs und nukt ihn so schnell es geht um. Der Schrecken der Nacht. Nightbane ist ein typischer Drachenboss mit einem Cleave nach vorne, einem Schwanzpeitscher nach hinten sowie einem brennenden Atem. Tankt diesen deshalb zur Außenwand. Melees positionieren sich seitlich am Bauch. Rangers und Heiler stehen gestackt an der Wand auf Max Range, um den AOE 4 zu umgehen. Eine der Hauptfähigkeiten ist verbrannte Erde. Dieses lässt unter einem zufälligen Ziel einen Feuerkreis entstehen, aus welcher dieser sofort raus muss. Trifft es auf einen Range-Spieler bzw. Heiler, movet das komplette Camp auf die gegenüberliegende Seite. Trifft es einen Melee, movet er auf die andere Seite vom Drachen. Zusätzlich muss der Fluch ablenkende Asche entfernt werden, da dieser die Trefferchance reduziert. Bei 75, 50 und 25% hebt der Drache ab. Sammelt euch jetzt kurz, bis er Knochenregen auf einen Spieler schießt. Dieser macht AOE-Schaden und lässt beim Ziel Skelette entstehen, welche nur mit physikalischen sowie Heiligschaden downgebracht werden können. In der Zeit können die Caster jedoch Schaden an Nightbane machen. Zusätzlich bekommt der Spieler, welcher der höchste in der Agro ist, für 15 Sekunden konstanten Feuerschaden durch rauchende Explosion. Halt das gegen. Solltet ihr euch zu weit vom Raid entfernen, werdet ihr via einem Feuerball gewone-shuttet. Wenn Nightbane wieder gelandet ist, geht das Spiel von vorne los. Lasst den Tank demnach kurz Agro aufbauen. Wenn euch der Guide gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in Karasan und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.